Zen ist aber auch ziemlich mutig. Wundert mich sowieso immer, muss ich zugeben. Diese Hauptcharaktere, die einfach so keinen Fick geben und ohne Angst irgendwo was machen. Genau das Gegenteil von anderen Spielen, wo die dann immer Angst haben. Obwohl, ich finde keine Angst auch mal ganz cool bei so Horrorspielen oder Filmen, wo sie dann auch mal nicht dumm, das meine ich, sondern auch mal mutig dann gegengehen und sagen, lass uns in Ruhe oder was willst du oder sowas. Also nicht gleich so, oh, war nur meine Einbildung oder so, das nervt. Am schlimmsten ist aber, wenn sie dumm sind oder arrogant oder sowas oder weiß nicht, das mag ich nicht. Und wenn aber dann bei Videospielen, also erstmal wollten wir gucken, wenn sie aber bei Videospielen dann so, also Helden oder sowas, auch mal mutig sind und einfach in eine Höhle reingehen, finde ich jetzt gar nicht so blöd. So. Macht ja irgendwie Sinn. Werden ja auch bestraft, wenn sie dann nicht stark genug sind, ne? Kommt auch immer drauf an, ob sie Charakter haben oder nicht. So. Wir holen uns die Blume hier. Die ist ja einfach zu bekommen, direkt vor unserer Nase. Was eigentlich eine tolle Idee ist, muss ich zugeben. Aber ich war ja zu doof, das zu verstehen. Warum eigentlich? Sind wir immer so früh ins Bett gegangen? War das das? Naja, was soll's. So viel Fisch für Jason. So, du kommst wieder rein. Habe ich dich heute überhaupt gestriegelt? Ah, wir haben schon auf 4. Boah, das macht überhaupt nichts aus. Habe ich schon. Okay. Aber dann haben wir in diesem Jahr wirklich viel geschafft. Wir haben dann die ganzen Ausbauten. Wir kriegen all unsere Tools und so. Oh, Achievements. Und das ist sehr selten, dass ich Achievements dann irgendwie toll finde. Aber einfach nur bei Spielen, wo die ich mag. Wie zum Beispiel Avernum oder sowas. Dann denke ich mir einfach so, yippie, ich hab ein Achievement, wo ich stolz drauf sein kann, weißt du? Und da ist die Frage dann, haben das andere auch so? Oder denken sie das nur? Also, es gibt ja dann, einige machen Achievements bei Spielen, die sie hassen. Oder es gibt Achievement Hunter, die dann welche machen, die so schwer sind und dann setzen sie sich hin für 15 Tage, versuchen das zu schaffen. Ist ja wirklich ein Achievement. Ich sag da gar nichts gegen. Es ist nur so, in den 15 Stunden hättest du vielleicht ein anderes Spiel spielen können und sagen, ja, dann habe ich halt dieses eine nicht. Weil jeder kann ja Bullshit-Achievements. Viele Spiele, kennt ihr bestimmt, haben ja richtige bescheuerte Achievements. Nee, warte. Aber ja, trotzdem Husbandry, ne? Erhöhen. 7. Woo! Und wird immer besser. Das ist ja eigentlich ein Skill, der immer besser, immer stärker wird. Naja, Fighting können wir noch erhöhen, wie es scheint. Was mich wundert. Warum können wir bei Fighting so hoch? Die Hoe, die könnten wir einfach jetzt mal draußen benutzen. Ja, ich weiß nämlich nicht, ob wir irgendwas ändern werden im Frühling. Und dann halt den Bogen, der hoffentlich sehr schnell geht. Dann werden wir einfach, wenn wir den Bogen bekommen, den neuen, ist einfach nur der Speed, ne? Ist nicht mal, naja, werden wir einfach jetzt jagen gehen, ein bisschen. Dann wird Zen mal jagen gehen mit dem Bogen. Voll cool. So, ob wir ein Jesuskind bekommen? Wir haben zwar 24., aber in Amerika ist ja 25. Aber vielleicht wird morgen ja geboren. Warte. Fast alle voll hier. Hack, vielleicht, weiß ich ja nicht. Das wäre was. Ein Weihnachtsbaby. Hat Regina Herzen verloren wieder? Was ist denn mit Regina los? Sie ist seltsam. Okay, wir haben wieder über 100. Wow. Und ein Tag. Aber heute gehen wir zu Kane. Und dann schauen wir mal. Jo, Leute. Das ist jetzt vielleicht Glina Heights gewesen. Die Frage ist, es gibt zum Beispiel, was ich mir auch gekauft habe. Ich weiß. Manchmal bin ich selbst ein bisschen von mir genervt. Wisst ihr, manchmal wünscht man sich etwas richtig gerne und sagt, oh, das will ich unbedingt haben, ich warte, bis es im Angebot ist oder sowas. Und dann kommt es nie und man ist sauer und denkt sich, warum habe ich mir das einfach nicht geholt? 3 Euro mehr ausgeben und dann hast du etwas, was du wirklich haben möchtest. Aber erstmal habe ich so viele Spiele, das ist der Grund, warum ich mich zurückhalte. Nur, was ich damit sagen wollte, ist,
bei vielen Spielen, Graveyard Keeper habe ich mir geholt und die DLCs und so, weil ich gesagt habe, oh ja, will ich unterstützen, will ich irgendwann spielen. Ich habe mir zum Beispiel Traveler's Inn, das, war das das Spiel? Nein, doch. Das vom Jahr oder sowas, als es im Early Access war, also es ist glaube ich immer noch im Early Access, weil die Idee so toll war, aber ich wusste, das werde ich erst spielen, wenn es wirklich wieder 1.5 oder sowas hat, habe ich auch gekauft schon, weil ich sowas halt unterstütze. Nur, irgendwie auch blöd. Und Graveyard Keeper ist halt eigentlich überhaupt nicht meine Art von Spiel, weil du da ja eine Produktion hast und sowas. Aber ich dachte, ah, kann man ja Let's Playen vielleicht dann, ne? Aber ist dann die Frage, ja, ob das überhaupt geht und warum kaufe ich mir das dann nicht dann, wenn ich es dann habe? Und das kenne ich manchmal auch bei irgendwie so Krimispielen oder sowas. Also für zu Hause. Und dann spiele ich sie nicht und dann werden sie günstiger. Weiß ich nicht. Weil manchmal werden sie nicht günstiger. Manchmal bleiben sie so teuer. Ich weiß es auch nicht. Wie macht ihr das? Kauft ihr euch etwas immer sofort, wenn es rauskommt, wenn ihr es haben wollt? Oder wartet ihr auf einen Sale? Ab wann ist ein Sale für euch ein guter Sale? Weil, wenn ein Spiel 60 Euro kostet, Nintendo, und dann ist es Sale für 30 Euro. Natürlich sind es dann 50% und ihr könnt sagen, wow, geil! Aber es ist immer noch teuer. Es ist ja immer noch ziemlich viel Geld für ein Spiel. Dann ist die Frage, ob das ein Sale ist. Hallo. Oh, Pulli. Wollen wir Pulli jetzt einfach mal lassen? So? Ich weiß nicht. Ich finde ihn total süß mit seinem Fell. Und es ist Winter. Wir lassen sein Fell einfach mal. Das ist wieder eine Kritik. Man kann doch nicht ein Spiel machen, wo es egal ist, ob man das Fell an seinem Schaf lässt. Oder? Weiß ich nicht. Ich will aber auch keine Überproduktion haben von allem. Ach Mann, Leute, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe manchmal echt Sachen im Angebot gefunden, dann freut man sich und sagt, oh, das spiele ich irgendwann mal. Und dann habe ich aber sowas wie, ich bin ja total Fan von Devil Survivor. Nicht Devil, warum sage ich mal Devil? Vampire Survivor. Und hole mir diese Spiele dann im Early Access und hole mir die dann für Vollpreis. Und denke mir dann so, ja, aber das habe ich ja jetzt zum Beispiel auch gemacht. Aber zum Beispiel, eins davon ist Patcher. Wie hieß das nochmal? Roots of Patcher, genau. Das hätte ich mir fast bei Kickstarter und sowas geholt. Und gesagt, na komm, du musst mich mal ein bisschen zurückhalten. Und jetzt bin ich immer wieder mal überlegen, ob ich mir das holen soll. Und weil es ja auch, ne, es ist, die Idee scheint total toll. Du bist Urzeit. Aber ich habe im Kopf schon viele. Nicht besser, da muss man aufpassen, was man da sagt. Ich viele Ideen gehabt, wo ich denke, wenn die aber jetzt nicht kommt, bin ich enttäuscht. Weil ich möchte ja. Oh, du bist gerade dabei noch. Okay, machen wir gleich. Ich möchte ja überrascht werden. Ich möchte gewowt werden. Ich möchte, dass die Ideen alle eingebunden werden und so weiter. Und wenn es dann wieder so 0815 ist, bin ich enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, dann warte ich, bis irgendwann im Angebot ist. Weil ich es ja eh erstmal nicht spiele und ich warte noch, bis ein paar Patches kommen und so. Und das ist dann immer diese Frage. Ab wann sagt ihr, hole ich mir? Ab wann, zum Beispiel, einige holen sich ja immer gleich das neueste Spiel auf der Switch oder sowas. Und ich finde einfach, Switch ist so teuer. Also, da holst du dir zwei Spiele. Eins davon findest du vielleicht gar nicht so toll und sagst, na, bin ich ein bisschen enttäuscht. Und dann ist eben die Frage. Dann hättest du dir für das ganze Geld, das du jetzt gerade ausgegeben hast, sagen wir mal 60 Euro oder sowas, hättest du dir sechs tolle Spiele bei Steam Sale holen können. Ich weiß, aber trotzdem. Ob wir hier wohl noch neue Samen bekommen? Die sind ja sowieso im Herbst, ne? Also werden wir vielleicht nie mitbekommen. Mal schauen. Ach ja, ich mag aber über solche Sachen auch nachdenken, weil es ja auch einem selbst hilft, sich selbst zu verstehen und vielleicht auch zurückzuhalten oder sowas. Und ich habe zum Beispiel, letztens gab es ein Bundle, da waren einfach interessante Spiele. Und dann gab es noch ein Coupon dazu. Und weißt du, bei Steam auch manchmal, wenn du Spiele kaufst,
und du hast schon ein anderes, da müsst ihr immer aufpassen. Wenn ihr ein Spiel interessant findet, geht immer auf die Seite und guckt. Da gibt es manchmal Bundles. Und dann, wenn ihr die anderen Spiele schon habt, kriegt ihr trotzdem nochmal 20% drauf. Also, man kann schon ein bisschen sparen. Und dann gab es da so ein Bundle mit einem Coupon. Und damit gab es dann noch ein Spiel dazu. Das heißt, ich habe so gesehen 3 Spiele umsonst oder sowas bekommen. Und am Ende waren es dann 10 Spiele für 20 Euro oder so. Und das ist dann, da wird man dann, weißt du, mindestens würde ich mal mehr Let's Playen, mehr Streamen oder sowas. Dann könnte man da richtig eigentlich ziemlich viel Spaß mit haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so ein bisschen, apropos Kokon hier, immer noch nicht, dass man so ein bisschen überlegt, was sollen wir jetzt schon hin? Ja, wir schaffen das links. Dass man überlegt, also ich mache das so, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wenn ich eine Stunde Spaß habe und sagen wir mal, ich habe 1 Euro für ein Spiel ausgegeben, umgerechnet, weil ich irgendwie noch ein anderes dazu bekommen habe oder irgend sowas. Und dann ist es dann so, ja, aber ich habe noch so viele Spiele. Aber wenn du eine Stunde Spaß hattest, du gibst mehr aus für Schokolade beim Supermarkt, einfach so mal so aus Prinzip. Du gibst mehr aus, um einfach mal einen Kaffee zu trinken oder so. Und das, dann verzichte doch einfach mal. Trink doch einfach mal Wasser anstelle einen Kaffee. Und schon kannst du dir... Oh, danke schön, das war genau so, wie ich wollte. Und schon kannst du dir ein Spiel leisten, das du eigentlich haben wolltest. Also, es geht eher darum... Sagen wir mal, ihr seid Fan. Und... Oh mein Gott. Ich habe mich gerade erschrocken. Hat sich selbst umgebracht. Und ihr haltet euch noch zurück oder so, weil ihr sagt, ja, nee, komm. Das neue Animal Crossing oder sowas. Aber wenn ihr es schafft, in den nächsten Tagen dann auf was anderes zu verzichten, dann könnt ihr euch es ja eigentlich leisten, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Wenn ihr sagt, oh, weißt du was, ich mache mal ein bisschen Diät, nicht, das ist ja keine Umstellung, deshalb Diät bedeutet einfach nur weniger Intake für ein paar Tage oder sowas. Wollte ich sowieso mal ein bisschen machen oder so. Ich hole mir mal keine Chips abends, weil Chips kosten ja auch schon 1,70 mindestens oder sowas. Oder na, okay, ein bisschen günstiger sind sie wieder geworden. Wir brauchen ein Fell. Oh Mann. Und sagen wir mal, ihr kauft euch dann mal keine Chips und sagt ihr, ich will eigentlich gesünder leben. Yay, wir können es machen. Yippie. Ich bin so gespannt. Nein, bin ich wirklich. Ich hab Angst, dass ich enttäuscht werde wieder. Wahrscheinlich. Wir machen uns jetzt Ledersachen. Kinky. Und nehmen wir mal an, ne? Und dann in der Woche habt ihr dann irgendwie... Im Monat spart ihr dann 10 Euro oder so. Wir wollen mal nicht annehmen, dass ihr Chips-Gobbler seid, die wirklich jeden Tag eine Tüte Chips in sich rein... Chips sind nicht so ungesund wie viele Schokoladendinger oder andere zuckerhaltigen Sachen. Wenn ihr mal drauf achtet, einige Chips haben wirklich einfach nur Chips und Sonnenblumenöl. Und dann guckt ihr auf die gesättigten Fettsäuren. Die sind gar nicht so schlimm. Just saying. Nur wenn ihr es die ganze Zeit macht, ist natürlich nicht, auch nicht gut. So, die müssen wir verkaufen. Das ist sehr wichtig. Das können wir verkaufen. Das will ich verkaufen. Und die können wir eigentlich auch verkaufen. Können wir aber auch als Energie benutzen, ne? Und eigentlich Wein, aber das ist halt wegen Samen. Und wenn ihr dann irgendwie 10 Euro gespart habt, nur einmal als Beispiel, ihr müsst für euch selbst wissen, vielleicht ist es bei euch der Kaffee, jeden Tag. Ihr habt einfach so, es ist für euch eine, nicht Tradition, es ist für euch ein, wie heißt das nochmal? Es muss ein, nicht Alltag. Ach Mann, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Oh, apropos, bevor wir zu Kane gehen, ganz wichtig. Eine Routine für euch, dass ihr jeden Tag irgendwo vorbeigeht und für 2 Euro so einen Kaffee holt. Und wenn ihr das einfach mal weglasst, könnt ihr euch, also ihr müsst das euch auch bewusst machen, dass ihr dann sagt, warte mal, ich lasse das jetzt erstmal, ich lasse das einfach 10 Mal im Monat und dann hole ich mir ein Spiel bei Steam, das ich unbedingt haben möchte, einmal pro Monat, das ich richtig gerne spiele. Oder es kann auch woanders sein, auf der Switch oder sowas. Und dann braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben. Und das finde ich, weiß nicht, das machen zu wenig. Die Leute denken nämlich immer so, und das merke ich immer mehr, die Leute, ach, man muss sich auch mal was gönnen, ach, ist doch jetzt auch egal, pack einfach rein. Also diese, da mal ein Euro, da mal ein Euro. Aber dann
sich zurückhalten, wenn es dann ein bisschen, ne, wenn es irgendwas anderes ist. Leather West. Da braucht Eisen, es braucht Faden und 7, für nur 12 Schutz und 7 Haut. Boah, mussten wir viele Schweine dafür töten. Aber wir haben es geschafft noch dieses Jahr. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich bin so gespannt. Leder. Oh, ist das hässlich. Die Lederkappe. Oh mein Gott, ist das hässlich. Lederweste. Okay. Das Rot darunter ist seltsam. Warte, was? Ich dachte, ich kann enttäuscht werden vom Set-Bonus. Aber dann hat das Spiel gesagt, du kannst nicht enttäuscht werden vom Set-Bonus. Es gibt einfach keinen Set-Bonus. Es gibt einfach nur, dass du jetzt aussiehst wie ein Vollidiot. Als ob du den Nussknacker spielst in einem Kinderaufführung. Ich habe die Musik jetzt vergessen. Die Nussknacker-Musik ist schön. Aber auch das Rot an den Seiten sieht einfach nur scheiße aus. Wenigstens hat er mal keine Camel-Toe. Der Hintern sieht immer noch aus, als ob er ihn einfach nur angemalt. Es sieht aus, als ob er einen Arsch frei hätte, oder? Dadurch, weil er braun ist. Was für ein... Auch der Hut. Was für eine Enttäuschung. Wie viel man... Das war so schwer, das zu bekommen. Man musste ein Jahr lang Tiere töten. Auf gut Glück. Man musste Eisen haben. Faden. Es war so schwer, diese Rüstung zu bekommen. Okay. Fehlen uns noch zwei Schuhe? Oder was ist das? Ich glaube, ich gucke wirklich mal nach. Nach der Plum und nach den Schuhen. Kommt da noch was? Gleichzeitig glaube ich es einfach nicht mehr. Boah, war das enttäuschend. Damit gehen wir jetzt durch die Stadt. Wir müssen ja auch ein bisschen angeben. Guck mal, wir haben tote Tiere. Und einen Scheißhaufen auf dem Kopf. Voll schön, ne? Wow, ist das enttäuschend. Wow. Also ich habe ja schon, ne, erwartet, dass wir enttäuscht werden, aber das... Kennt ihr das im Real Life? Wenn ich habe das leider manchmal mit Menschen auch, wenn ihr so denkt, ja, ich dachte, ich werde enttäuscht, aber es wurde noch schlimmer. Weißt du? Wow. Haben wir eigentlich unsere... Wir haben noch gar nicht um unseren Chicken gekümmert. Doch, habe ich. Ich bin jetzt so raus. Okay, Kane. Na komm, dann zeigen wir mal Kane unser tolles neues Kack-Outfit. Wow, das war das Finale. Hallo, Kane. Sieht aus, als ob du alles verbessert hättest. Gibt's nichts mehr, was ich für dich tun könnte? Naja, aber da du schon mal hier bist, hier ist ein Witz. Was nennst du einen Bär ohne Zähne? Ein Gummibären. Hahaha, verstehst du den? Okay, Kane, wirklich? Das meine ich. Warum nicht einfach machen, dass man so Kleinigkeiten zwischen nebenbei noch machen könnte? Ich, ganz ehrlich jetzt mal, wir haben doch jetzt seit fucking 10 Jahren oder sowas, na, vielleicht nicht ganz, aber so Mikrotransaktionen, die einfach nur, doch schon, aber so richtig nur visuell, ne, wo sie immer sagen, was ich gut finde, wenn Spiele sagen, hey, wir machen nichts, dass das Spiel verändert, jeder kann das Spiel umsonst, aber es gibt sowas wie Skins oder sowas, ne, also verschiedene Aussehen, verschiedene Rüstungen, die leuchten oder sowas, du kriegst hier so einen Banner, dass jeder weiß, du bist reich, also sie spielen mit diesem Ego-Trip, mit diesem Angeber-Ritus von Menschen, um an Geld zu kommen. Und das ist in Ordnung. Warum dann nicht ja auch ein bisschen? Dass man Geld ausgeben kann und Materialien und sowas, um den Zaun zu verbessern, zu verschönern, das Haus, du holst dir einen Balkon. Ich verstehe es einfach nicht, weil frühere Spiele das doch schon gemacht haben.
Super Nintendo, PlayStation. Also ich sag mal Suikoden zum Beispiel auch. Mega nice, dass du plötzlich Ausbauten bekommen hast, wo du dich darauf gefreut hast und gesagt hast, oh mein Gott, warte mal, wo? Mein Zimmer wurde vergrößert? Und dann läufst du so gerne zu deinem Zimmer und sagst, boah, geil, und freust dich einfach nur über was Visuelles. Hatte keinen Vorteil. Hatte einfach nur, dass dein heruntergekommenes Zimmer besser aussah. Und warum verstehe das nicht? Warum das hier nicht auch machen? Und ich sage dann nochmal, eine der billigsten Sachen, aber ich muss immer drüber nachdenken, war zum Beispiel auf dem Game Boy Advance Friends of Mineral Town, war eigentlich ein PlayStation-Spiel, glaube ich, ja. Habe ich auf PlayStation gespielt, dann aber auf GBA, richtig. Da kannst du dir ein Badezimmer holen. Und das Badezimmer siehst du nie. Du hast da einfach nur eine Tür und gehst da rein und dann heißt es, willst du baden oder was willst du machen? Und das war irgendwie toll. Und es war super billig. Eine Tür ist erschienen. Das ist so wie jetzt heutzutage bei Madden oder so. Wo du 10 Dollar, Euro oder sowas bezahlst, um irgendwie eine neue Plakette oder sowas. Also richtig dämlich. Und dann denke ich mir, warum hier nicht machen, dass man zum Beispiel zugewachsen ist unten und er kann dann das für dich fällen. Und dann sagt er aber sowas wie, brauchst keine Sorge, gib mir nur ein bisschen Geld, ich nehme das Holz dafür. Also er macht das gerne. Und dann hast du mehr Platz und dann kann er da was aufbauen. Ich hätte so viele Ideen. Man könnte da so viel machen, dass du dich darauf freust, dass zum Beispiel im Sommer es heißt, oh, es ist wirklich heiß, willst du einen Pool oder sowas? Und dann gibt's 5 Schritte zum Pool. Du brauchst Stein, du brauchst eine Wasserzufuhr und so weiter. Und dann könnte man doch machen, dass jeder das selbst entscheiden kann. Zum Beispiel ist ein Spieler und der sagt dann irgendwie, oh, ich möchte irgendwie ein Blumenbeet. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, ein Blumenbeet anzulegen. Dann gibt es Blumensamen plötzlich. Du kannst Blumen anpflanzen oder halt einen Pool, wo du reinspringst. Und im Sommer, aber im Sommer, wenn du reinspringst, kriegst du ein bisschen Energie zurück. Oh, das wäre doch alles so toll. Man könnte so viel machen. Ein Keller, das plötzlich heißt, ich könnte dir einen Keller bauen, aber braucht sehr viel Stein. Und dann hast du plötzlich einen Keller, wo du ein größeres Lager hast. Oder du kannst plötzlich Käse lagern oder so. Ach, die Möglichkeiten sind doch, ohne dass es übertrieben ist, extrem vielseitig. Mein Gott, ist das ein hässliches Outfit. Meine Fresse. Und dann sagen alle, ja, aber das ist so viel Arbeit, blablabla. Ist es aber eigentlich ja nicht, das ist das Spiel. Das ist, als ob man sagt, oh, nee, ich will keine Weltkarte machen für dieses RPG. Total bescheuert. Okay, apropos, wie wär's mit Back to the Roots? Nach diesem hässlichen Finale hier mit dem Leder, was wir so lange gearbeitet haben, machen wir, geht er wieder ein bisschen zurück, ne? Er denkt sich so, ist fast ein Jahr, also, als ich, nee, ich kam vor einem Jahr kam ich aus der Stadt. Gucken wir doch mal. Wir nehmen die Weste von Danny. Die enge Hose. Oder, warte. Vielleicht nicht... was sieht denn gut aus? Die weißen Shorts? Ach, viel erkennt man da eh nicht. Oh, guck mal, Disco. Das sieht sehr nach Sport aus, ne? Oh, die weißen. Komm, die weißen Shorts hier und diese Schuhe. Guck mal. So richtiger 70er, könnte auch 90er sein, aber einfach hier so, ne, weißt du? Woo, woo. Na? Nochmal ein Joke? Okay, er sagt den gleich nochmal. Wow, ja, beim ersten Mal fand ich den schon nicht gut. Haben wir das auch? Naja. Ich wünschte einfach, solche Spiele würden dann nicht an... Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit für alle Spiele. Anstelle 15 Baustellen zu haben, macht doch 5 Baustellen gut. Weißt du? Deshalb bin ich wahrscheinlich auch immer so angekotzt, wenn sie Kochen einbauen, aber dann ist Kochen langweilig. Und dann müssen sie aber, dann machen sie die geilsten Bilder, die geilsten Rezepte, eine Küche. Und denke ich mir, ja, aber ihr macht nichts draus. Das ist voll lame. Dann macht doch ein richtig geiles... Und deshalb... Ich weiß, und ihr könnt mir gerne widersprechen. Ich bin super offen für einfach nur Diskussion oder einfach nur andere Meinung oder sowas. Aber halt, ich mag halt nicht, wenn jemand sagt, nee, du bist doof. Weißt du, das ist mal albern.
Harvest Moon, das Original Harvest Moon hat so viele Fehler, die man erst nachhinein. Aber ich habe das damals dreimal gespielt oder sowas und habe die Fehler halt erst nach und nach bemerkt. Und selbst dann hatte ich noch Spaß. Und jetzt, und dann irgendwie jetzt vor ein paar Jahren, habe ich dann nochmal so eine Wiki angeguckt, aus Interesse, habe gesagt, oh, da waren ja noch mehr Fehler, als ich dachte. Viele hat man selbst rausgefunden nach und nach. Wie zum Beispiel, eins kann ich euch spoilern, wenn ich es spiele, werde ich sowieso darüber reden. Als Kind habe ich gemerkt, es heißt, deine Tiere sind in Gefahr nachts, wenn deine Zäune kaputt sind. Und dann wird nämlich gebellt und dann kommen da böse Wölfe und wollen deine Tiere reißen. Super scheiße. Und dann ist mir aber aufgefallen, was ist, ja, das passiert, wenn dein Zaun kaputt ist. Was ist, wenn ich gar keinen Zaun habe? Dann habe ich all meinen Zaun abgerissen und dann kam der böse Hund nicht mehr. Das heißt, die haben nicht dran gedacht, dass man ja, um einen kaputten Zaun zu haben, muss man ja überhaupt einen Zaun haben. Ne? Um eine kranke Mutter zu haben, muss eine Mutter haben. Also so gesehen, deshalb sind Waisen manchmal vielleicht auch ganz gut dran. Nein, schon gut. Aber, und dann hatte ich kein Problem mehr. Ich fand sowieso bescheuert einen Zaun, wo ich mal gedacht habe, wofür überhaupt einen Zaun? Ein Zaun hat doch keinen Vorteil. Die Tiere laufen, halte ich sowieso in der Nähe. Also, wenn ich es dann irgendwann mal spiele, werde ich sowieso nochmal darauf hinweisen. Aber das war zum Beispiel so eine Sache, die ich als Kind dann gemerkt habe. Und immer das Erste, was ich gemacht habe, ist den Zaun, den meine Eltern aufgebaut haben, abzureißen. Und nicht meine echten Eltern, die im Spiel. Ist nämlich ausnahmsweise mal keiner gestorben in Harvest Moon. Das kam dann später erst mit den ganzen Emos. Und oh, gib mir mehr Eisen. Wir brauchen das. Für den Bogen. Und da gab es dann einige Sachen. Und dann gab es auch, aber man fühlte sich irgendwie auch clever, das rauszufinden. Und dann so, oh, okay. Das war halt trotzdem ein Fehler. Was ich aber immer sagen möchte ist, Harvest Moon macht halt das, was es machen wollte, sehr gut. Und dann denke ich mir so, manchmal ist es doch, dass zu viele Köche den Brei verderben. Und das ist halt ein guter Spruch für alles. Ne? Wenn man so sieht, in Filmen, der ganz viele Autoren und Producer und sowas hatte, ist es häufig, dass dieser Film nicht so, oh nein, warte, warte, nicht so gut plötzlich am Ende ist. Versteht ihr? Das Problem ist, wir werden Husbandry jetzt nicht erhöhen, wenn ich jetzt nicht mehr diese anderen hässlichen Sachen anhabe. Egal. Ich finde das irgendwie mal ganz cooler, dass er auch mal wieder in sein cooles Outfit haben darf. Sollen wir Perlen holen? Haben wir sonst nichts zu tun heute, oder? Aber Perlen sind ja auch egal. Warum also Perlen holen? Oh nein, Leute, wir sind angekommen. Ich denke mal, ich werde im Off aber noch. Ist so traurig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Ich hatte Spaß an Lena Heitz. Aber wenn jetzt nicht die Geschichte weitergeht. Und ich möchte mir es nicht spoilern, aber ich werde es natürlich machen, bevor ich aufhöre zu spielen. Hallo. Und keine Sorge. Also, unser Plan ist. Ja. Ich will auf jeden Fall noch zum Geburtstag. Wir werden entweder. Ich will zum Geburtstag mal gucken, wer uns was schenkt. Dann heiraten wir noch. Nicht unbedingt, dass ich es möchte, aber wir entscheiden uns für einen. Zen soll ja glücklich werden, ne? Ich weiß eben noch nicht. Hatten wir ja das Thema. Ich weiß immer noch nicht, wen wir heiraten sollen. vielleicht einfach Gabriel, weil das unser erster war. Einfach nur deshalb. Und. Weil wir Jun nicht können, ne?